ganz herzlich willkommen bei VTR Vice City. Ich muss jetzt gerade ein bisschen was schmunzeln, denn ich hatte die Mission eben schon einmal gemacht. Und als ich dann mit der Mission fertig war, ist mir aufgefallen, dass der Clip nicht aufgezeichnet wurde. Da lag gerade ein Motorrad. Aber kein Passant zu sehen. Wir fahren jetzt zu Umberto Bina. Ich denke mal, der heißt wirklich so. Man hört es auf jeden Fall, wenn dieser Name ausgesprochen wird. In einer Szene kann man sehen, dass im Text, im Untertiteltext, anstatt Umberto Bina, Umberto Urbino steht. Aber das ist nur ein Fall. Und da sind wir schon angekommen. Café Rubino. So. Die Sequenzen überspringen wir immer. Diese Mission, die finde ich nicht so besonders toll. Aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass die Einblendung dieses HUD, also HUD geschrieben, verbleibende Checkpoints, also wo es momentan da steht, verbleibende Checkpoints 24, die ist einfach meines Erachtens viel zu groß. Ich glaube, das kann man ausblenden, aber es stört. Der zweite Punkt ist, wenn man hier so enge Passagen hat, kann es manchmal sein, so jetzt gerade hier kann man sagen, dass sich da in dieser engen Passage auch Boote befinden. Und wenn die dann da im Weg sind, wird es halt richtig eng. Die Boote sind aber nicht immer an dieser Stelle, sondern so. Der dritte Punkt ist hier zum Beispiel, dass man die Rampe richtig treffen muss. Besonders wenn danach noch eine Rampe kommt. Das wird dann also schon schwierig. Zum Beispiel wie hier das Kabel. Und dann hat man nicht besonders viel Zeit, das Boot korrekt auszurichten. Und wenn das Boot dann schief auf dem Wasser aufkommt, kann es sein, dass das Boot untergeht und die Mission ist dann fehlgeschlagen. Also das ist eines der unbeliebtesten Missionen, die hier zu spielen sind, also für mich persönlich auf jeden Fall. Das mag ich nicht so sagen. Jetzt müssen wir hier auch unter die Brücke fahren, die wir jetzt gerade schon sehen. Bei dem nächsten Checkpoint fahre ich mit Absicht weiter, etwas weiter geradeaus, um einen größeren Radius zu bekommen, um den nächsten Checkpoint optimaler zu erwischen. Das wäre jetzt sehr, sehr knapp und sehr eng. Aber das hat so gerade hingehört. Eine Rampe kommt, glaube ich, noch, oder sogar zwei. Ja, die hier jetzt erstmal. Und es könnte sein, dass noch eine Rampe kommt. Und da ist noch eine Rampe. Das müsste die letzte Rampe sein. Ganz cool, wie der Rico da ganz gelassen und ruhig stehen bleibt. Hat wahrscheinlich Blitzkleber und zwei Komponentenkleber an die Schuhe kleben. Deswegen fällt er da nicht runter. Das Boot kann man kaum sehen durch diese Schrift. Das ist nicht toll. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall eine gute Zeit hingelegt. Restzeit hätten wir noch von ungefähr 24 Sekunden. Picojones habe ich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was das heißt. Das heißt so viel wie dicke Eier. Was dann hier so viel bedeuten soll. Du bist ein echter Kerl, du bist ein echter Mann. Also, das ist so total klasse hier. So, die nächste Mission, denn gleich wird das Handy klingeln, wird von Tante Poulet sein. Das ist die Mama Tomba oder Mama Mambo. Die in einer kleinen Hütte wohnt.
Und deswegen werden wir jetzt auch schon hier in der Nähe speichern gehen. Wir werden jetzt direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und werden jetzt hier das Taxiunternehmen kaufen. So. Klingelt's? Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulle make you some stew, eh? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? So. Dann wird jetzt das Taxi-Unternehmen Kaufmann-Taxis gekauft. Diese Musik kann man ja nicht hören, die haben wir ausgeschaltet. Dieses Dü-dü-dü-dü-dü. So, und da ist das Kassettensymbol und wir werden jetzt speichern. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis später. Ciao, ciao.